Ich grüße dich. Ich bin Victoria von Herzbewusst. Die inneren Prozesse, die bei dir durch diese tiefen Entspannungsmeditation in Gang gesetzt werden, wirken noch einige Zeit nach. Um diesen Prozessen den nötigen Raum geben zu können, empfehle ich dir, zum Hören dieser Aufnahme einen Zeitraum zu wählen, den du für mindestens eine halbe Stunde ungestört in Ruhe und völliger Entspannung verbringen kannst. Wenn möglich, nimm dir noch etwas länger Zeit, um diese in Gang gesetzten Prozesse nachwirken lassen zu können. So eignet sich diese Tiefenentspannung wunderbar, um sie abends vor dem Einschlafen zu hören. Solltest du vor Ende der Aufnahme einschlafen, ist das kein Problem. Dein Unterbewusstsein ist immer aufnahmefähig. Höre diese Meditation nie während dem Führen eines Fahrzeugs sowie der Betätigung von Maschinen und Anlagen. Dies gilt ebenso bei der Durchführung von sportlichen Aktivitäten oder anderen Tätigkeiten. Nimm zum Hören der Meditation immer einen sicheren Platz ein, auf dem du bequem sitzen oder liegen kannst. Solltest du in ärztlicher Behandlung sein oder eine medizinische Behandlung benötigen, steht es dir frei, das Anhören der Meditation mit deinem behandelnden Arzt vorher abzuklären. Ich empfehle dir, diese Meditation nach ein paar Tagen noch einmal anzuhören, um ein besseres Ergebnis erwirken zu können. Wie oft und wie lange du diese Entspannungsmöglichkeit nutzen möchtest, liegt in deinem Ermessen. Hier vertraue auf deine Intuition. Setze oder lege dich bequem hin, schließe deine Augen. Spüre in deinen Körper, ob sich dein Rücken angenehm auf der Unterlage anfühlt. Bringe diesen in eine angenehme Position, um so entspannt wie möglich sitzen oder liegen zu können. Dein Körper sinkt nun ganz entspannt in deine Unterlage. In allen Muskeln deines Oberkörpers löst sich nun jegliche Anspannung. Dein Oberkörper liegt nun bequem und sicher auf deiner Unterlage. Deine Aufmerksamkeit wandert nun zu deinen Armen. Lege sie bequem neben deinen Körper und lasse jegliche Anspannung in Ober- und Unterarmen sowie in deinen Händen bis hin zu deinen Fingern los. Konzentriere dich jetzt auf deine Beine bis zu deinen Füßen. Bewege deine Beine noch etwas hin und her und finde die bestmögliche Position. Richte diese aus, bis es sich ganz bequem anfühlt. Lasse anschließend nun bewusst die Anspannung in allen Muskeln los. In deinen Oberschenkel, in deinen Unterschenkel, bis hin zu deinen Füßen.
Entspanne nun noch die Muskeln in deinem Gesicht, an deiner Stirn, die Muskeln in deinen Wangen und in deinem Kiefer. Lass jetzt die ganze Anspannung los. Lass dich nun vollkommen fallen. Dein Körper ist entspannt. Du fühlst dich sicher. Du fühlst dich wohl. Und du fühlst dich getragen. Lasse nun alle Gedanken los, die dich noch beschäftigen. Atme ein paar Mal tief ein und wieder aus. Und bei jedem Ausatmen fließen die Gedanken ganz mühelos aus dir heraus. Du atmest tief ein. Und wieder aus. Die Gedanken fließen beim Ausatmen einfach mit. Du atmest tief ein und wieder aus. Ein letztes Mal fülle deine Lungen langsam mit Luft. Und atme ruhig wieder aus. Du lässt nun alles gehen, was dich nun noch belastet hat. Nun wird dein Atem wieder flach und regelmäßig. Er fließt nun ganz von selbst in seinem eigenen Rhythmus. Du schenkst auch ihm jetzt keine Beachtung mehr. Du fühlst dich nun völlig entspannt und wohl. Du fühlst dich geborgen und getragen. Begib dich nun in deine innere Welt, die genauso real ist wie die äußere. Vor deinem inneren Auge erscheint nun ein wundervolles Landschaftsbild. Stelle dir nun vor, dass du an einem idyllischen See stehst, in den ein Wasserfall mündet. Um diesen See ist es etwas steinig. Dieser See ist umrandet von einer wundervoll bunt blühenden Blumenwiese. Der See hat ein klares, smaragdgrünes Wasser und du beschließt, dich für eine Weile auf einen der großen Steine zu setzen, die sich am Rand um den See befinden. Der Stein, den du wählst, ist flach und groß. Als du dich setzt, merkst du, wie er eine angenehme Wärme ausstrahlt, da die Sonne ihn mit ihren Strahlen gewärmt hat. Du hältst einen Moment inne. Und spürst,
wie wohl du dich fühlst. Neben dir findest du einen kleinen Stein. Du wirfst ihn ins Wasser und beobachtest, wie dieser immer weiter nach unten sinkt. Je tiefer der Stein sinkt, umso mehr kommst du bei dir an, umso mehr entspannter wirst du. Der Stein sinkt tiefer und tiefer, und du bist immer tiefer entspannt. Der Stein sinkt immer weiter nach unten, und du bist entspannter und entspannter. Wenn der Stein nun am Boden auftrifft, bist du 10-mal mehr entspannt. Der Stein ist jetzt am Boden angekommen und du bist völlig entspannt. Du fühlst dich vollkommen wohl und bist jetzt ganz bei dir selbst, in der Tiefe deines Seins angekommen. Nachdem du eine Weile an diesem Gewässer verbracht hast, ist es Abend geworden. Du machst dich wieder auf den Weg und du spürst, dass heute noch etwas ganz Besonderes passieren wird. Du schreitest voran auf der Blumenwiese, die in ein kleines Waldstück führt. Der Wind streift sanft über das lange Gras. Spüre den lauwarmen Abendwind auf deiner Haut. Fühle, wie sich deine Haare im Wind wiegen. Mit langsamen, aber entschlossenen Schritten gehst du über diesen schmalen Weg. Du weißt nicht, wohin dieser Weg führt, aber du spürst, dass du ihn gehen sollst. Du fühlst die Abendsonne, die dir mit ihren letzten wärmenden Strahlen eine angenehme Wärme schenkt. Aus der Lichtung, die mittig im Waldstück liegt, scheint etwas hindurchzustrahlen. Das Licht ist hell, heller als die Strahlen der Sonne. Was könnte das sein? Neugierig angezogen von diesem Licht, das durch die Äste der Bäume blitzt, gehst du mutigen Schrittes auf die Waldlichtung zu. Je näher du kommst, umso stärker wird das Licht. Es zieht dich magisch an. Noch ein paar Schritte an den letzten Bäumen vorbei. Und du erblickst ein altes, beeindruckendes Monument, das von einem hellen, strahlenden Licht umgeben ist. Du näherst dich diesem Tempel und hältst kurz inne, um diesen Anblick zu genießen.
Du stehst nun vor deinem inneren Heiligtum, deinem dir innewohnenden Tempel der Kraft. Und du trittst nun ganz bewusst in deinen Tempel ein. Es kommt dir alles bekannt und vertraut vor. Nun erscheint ein strahlendes Lichtwesen, das dich liebevoll anlächelt. Dieses Wesen aus Licht hat einen beeindruckend aussehenden Mantel bei sich. Dies ist dein Mantel der Kraft, der dir heute überreicht wird. Das Lichtwesen geht langsam auf dich zu und hängt dir deinen Mantel der Kraft über deine Schultern. In diesem würdevollen Moment beginnst du augenblicklich die Kraft zu spüren, die dir verliehen wurde. Spüre diese Kraft und Stärke, die jetzt durch dein ganzes Wesen strömt. Spüre den Mut in dir und das Vertrauen, das schon immer in dir war. Inmitten des Raums erscheint dir nun ein Altar. Es ist der Altar deines Herzens. Auf diesem Altar befindet sich ein Gegenstand. Dies ist dein Symbol der Kraft. Was ist es? Sieh dich um und betrachte deinen Gegenstand von allen Seiten. Dies ist deine persönliche Kraft, dein Symbol der Kraft. Nimm diesen Gegenstand in die Hand und betrachte ihn von allen Seiten. Fühle und erlebe, wie dein Gegenstand und dein Altar beginnen zu strahlen und zu leuchten. Welche Farbe hat dieses Licht? Atme dieses farbige Licht ein paar Mal in dich. Spüre, wie es dich berührt und stärkt. Immer mehr und mehr. Nimmst nun diesen leuchtenden Gegenstand an dich, verschmelzt mit ihm und seinem strahlenden Licht, und du bist erfüllt von dieser Kraft und Stärke. Fühle, wie dieses Licht in dir zu funkeln und strahlen beginnt.
Dein Mantel der Kraft und dein Symbol der Kraft sind nun eins mit dir. Jetzt hast du für immer deine persönliche Kraftquelle in dir aktiviert. Im Hier und Jetzt und für alle Zeit. Integriere sie in dir. In jeder Zelle deines Körpers jetzt. Heute lebst du diese Kraft, deine dir innewohnende Stärke, deinen Mut und Zuversicht und dein Vertrauen in dich selbst und in das Leben. Spüre diese kraftvolle neue Energie in dir. Spüre die Stärke, den Mut und die Zuversicht. Alles, was dir im Leben begegnet, wirst du ab jetzt mit Mut, Kraft und Stärke, Leichtigkeit und Freude meistern. Es ist spät geworden. Mit dem Mantel der Kraft und deinem Symbol der Kraft in deinem Herzen, mit Freude und großer Dankbarkeit erfüllt, gehst du nun wieder den Weg zurück. Du gehst zurück durch die Waldlichtung, über die hochgewachsene Blumenwiese. In dir breitet sich nun ein vertrautes Gefühl der Harmonie und Freude aus. All deine Gefühle, die wiedergewonnene Kraft und Stärke, Mut und Vertrauen nimmst du nun mit, wenn du wieder zu dir kommst, im Tagesbewusstsein, im Hier und Jetzt. Ich werde nun auf 5 zählen und dich wieder zu dir holen. Bei 5 bist du völlig wach und erfrischt. 1. Du atmest einmal kräftig ein und aus.
2. Du fühlst dich wunderbar. All die gerade eben erlebten Gefühle nimmst du mit und diese verstärken sich sogar noch. 3. Du konzentrierst dich jetzt auf deinen Körper. Die Schultern gehen langsam nach hinten, der Körper richtet sich auf, du streckst dich. 4. Du nimmst noch einen tiefen Atemzug und füllst deine Lungen mit Luft. 5. Augen auf. Du bist hellwach. Du fühlst dich wohl, frisch und vital.